Das Biotechnologieunternehmen BioNTech wurde im vergangenen Jahr wegen seines Impfstoffs gegen das Coronavirus weltweit bekannt. Nun haben die BioNTech-Forscher offenbar einen weiteren revolutionären Impfstoff entwickelt. Dieser soll es möglich machen, Menschen gegen Multiple Sklerose zu impfen. Ebenso wie der Corona-Impfstoff basiert die neue Impfung auf dem mRNA-Verfahren. Für erste Studien testeten die Wissenschaftler das Mittel an Mäusen mit einer künstlich erzeugten Form von Multipler Sklerose. Im Versuch konnte der Impfstoff den Fortschritt der Erkrankung verhindern und sogar einige Symptome wie Lähmungserscheinungen rückgängig machen. Die Forscher sind deshalb der Meinung, dass das neue Mittel nicht nur Multiple Sklerose, sondern auch andere Autoimmunerkrankungen heilen könnte, wenn es frühzeitig angewendet wird. Das Kompetenznetz Multiple Sklerose nennt die Studie höchstwertig und wissenschaftlich von größter Bedeutung. Allerdings weisen die Experten auch darauf hin, dass die Ergebnisse der Mäusestudie nicht ohne weiteres auf Menschen übertragbar sind. Im nächsten Schritt möchte BioNTech den Impfstoff deshalb an menschlichen Immunzellen testen. Es könnte noch 2 bis 3 Jahre dauern, ehe die Impfung tatsächlich bei Menschen zum Einsatz kommt.